So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Smash Bros. Vs. Smash Labs. Jawohl, lang ist her, aber heute habe ich wieder einen ganz exquisiten Spieler dabei. Und zwar ist es der gute Light. Grüß euch Leute. Ja, seine Videos kennt ihr schon von Step One, also ein bisschen. Aber jetzt sehen wir nochmal hier ganz gezielt mit Fokus in Action. Light ist ein Spieler, der schon zu Brawl-Zeiten gespielt hat, auch damals schon Sheik-Spieler gewesen. Allerdings war Sheik damals noch nicht ansatzweise so stark wie heute. Aber trotzdem hast du einige Erfolge zu verzeichnen gehabt. Ja, also ich war bis 2013 so ungefähr, war ich nicht schlecht unterwegs. Ich habe ein Argon habe ich Top 5 geplaced, 2012 oder 13. Ich glaube, das war damals sogar mit einem anderen Deutschen das beste deutsche Placing. Aber ja, ich habe dann Meta Knight gespielt, halt Mainstream-mäßig. Wie denn auch sonst, aber das war dann nicht so das Wahre eigentlich. Ja, aber das ist schon mal eine gute Leistung und ich würde sagen, an die kannst du anknüpfen, sogar noch darüber hinaus, denn der gute Light platziert mindestens Vierter in bisher allen großen Smash-Turnieren hier im deutschen Bereich und das letzte hat er sogar für sich entschieden. Und das ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung und deswegen wollen wir doch jetzt mal schauen, was du uns zu Sheik heute so erzählen kannst. Genau. Ja, also Sheik ist bekanntlich einer der besten Chars. So, das ist ja kein Geheimnis. Muss ich auch direkt mal die Standardfrage zu Beginn stellen, die ich glaube ich bisher jedem als erstes gestellt habe. Wo siehst du Sheik denn in der Tierlist? Vielleicht ein bisschen überflüssig zu fragen, aber. Definitiv Top 3 und wenn man näher ins Detail geht, dann mit Rosalina so Top 1. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich da nicht entscheiden und meine 3 ist halt Pikachu. Aber ja. Den wir vielleicht gleich auch nochmal sehen werden, übrigens. Allerdings von mir. Das finde ich ja schick, das ist ganz interessant. Ich erinnere mich noch, als Smash 4 released wurde und dann die ganzen Namen, die man so kennt aus dem amerikanischen Bereich, ihre Einschätzungen dazu gegeben haben, auch von der Demo noch und so weiter. Und dann ein Mewtwo King meinte, ja, Sheik findet er nicht so gut. Und dann auf einmal, bam, siehe da. Was denkst du denn, der Patch, der jetzt vor kurzem kam, schon eine Weile her, glaubst du, der hat Sheik gut getan? Der ist definitiv zu verkraften, also der ist berechtigt, ja. Da kann man nichts gegen sagen. Es tut schon ein bisschen weh. Ich merke es besonders im Greninja-Matcher, wenn ich gegen Eddie spiele. Ich habe den vorher mal Ledge Trump und Back Air killed, da hatte ich schon einige Kills teilweise verzeichnen können. Aber dadurch, dass sie jetzt einfach so unendlich schwach ist, fällt das weg als Option. Gut, 50% ja. Später erst, oder? Genau, ey, das ist schon echt enorm. Und ich glaube, das haben sie noch genervt, den Downfield um 2%, aber das ist okay. Also es ist schon okay, der Nerf ist legit. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass es irgendwie dem Char an sich sehr wehgetan hat. So nee, gar nicht. Im Allgemeinen. So, und diesmal nicht, ich habe darauf geachtet. Scheiße. Da hat's geklappt, sehr schön. Wir spielen gerade auf einer geraden Stage und ich muss auch ehrlich sagen, das wäre tatsächlich eine Stage, die ich immer gegen dich picken würde oder generell gegen Sheik. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass sowohl Battlefield als auch Smashville ganz, upsala, schlimm für den Gegner sind. Was würdest du sagen, ist die beste Stage von den dreien? Für Sheik meinst du jetzt? Für Sheik, genau. Situationsbedingt. Ich würde sogar, also mein Counterpick ist ja Dschungelfieber Omega. Einfach nur wegen der Musik und. Aber allgemein würde ich sagen, dass BFSV sind schon die besten Stages für Sheik. SV ist situationsbedingt. Wenn die Plattform gut steht, da kann man teilweise echt schon einen rausfern. Ja. Und muss ich auch schon mal spüren. Deswegen habe ich das eben. Ja, und Battlefield ist halt sehr nice wegen dem Up-Smash und was es da ja auch gibt, aber was ich noch nie persönlich geschafft habe, muss ich echt sagen, gibt es ja den Up-Tilt-Lock. Hast du das vielleicht schon mal gesehen? Upsilt-Lock? Ja. Nee, noch nicht. Wenn du einen F-Tilt machst und der auf der Stage landet, kannst du den permanenten Up-Tilt locken. Ich habe selber nie geschafft, aber es gibt da ein Video von Ramin, wo das ganz gut gezeigt ist. Aber ja, okay. Schon. Stage-Plattform, definitiv. Einfach wegen dem Up-Smash. An sich hat sie einfach sehr viele Optionen. Weißt du, woran ich es auch wieder. Damn. ich musste direkt wieder auf eine persönliche Erfahrung und sie war sogar tatsächlich gegen dich. Ich habe keine Ahnung, ob du dich daran noch dran erinnerst. Wo ich diese Erkenntnis hatte, als das Spiel noch relativ frisch war. Erstes Argon im. War das Januar oder Februar? Februar meine ich, ne? Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr. Auf jeden Fall sehr, sehr früh. Und da mussten wir irgendwann gegeneinander spielen. Ja. Unser erstes Match war halt auf Colosseum, das lief eigentlich ganz cool.
So, dann dachte ich mir, ich pick mal Battlefield. Und hab gemerkt, ach du Scheiße. Da ist nämlich so zerstückelt drauf und da dachte ich mir, okay, das mache ich nie wieder. Und deswegen bin ich da gerade drauf gekommen. Das ist irgendwie so ein Troll-Move, weil was da gerade passiert ist, ne? Ich meine, es ergibt überhaupt keinen Sinn, warum Sheik in Freefall kommt, wenn sie die Granate wirft. Das ist, glaube ich, so ein Troll von Sakurai gewesen. Ja, die Granate ist echt schon, ja, ich würde nicht sagen, useless. Ich habe da jetzt auch auf dem letzten Argon sogar ein, zwei Dinge mitbekommen, dass wenn ich zum Beispiel werfe, die Explosion abwarte und dann gleichzeitig auch die Reaktion des Gegners abwarte, direkt einen Bouncing Fish hinterher setze. Und wenn ich es richtig reade, kann das echt schon belohnt werden. Also schon. Meinst du es auch gut, was zum Edge-Garden? Weil manchmal einfach runterschmeißen und gucken, was passiert. Das mache ich auch. Vielleicht kriege ich das ja dieses Match noch hin. Da kann man auch schon definitiv ein bisschen Platz wegnehmen. Ja, man merkt es ja gerade. Ja, es ist schon schlecht. Das ist vor allem gegen Charaktere, die halt nicht so eine gute Recovery haben, denke ich mal. Ja, das stimmt. Die halt sich darauf verlassen müssen, dass es jetzt funktioniert. Und wenn das dann in die Option so genommen wird, sage ich mal. Ja. Der Upsmash, der Sweet Spot, der ist ja zentral über ihr, ne? Ja. So war das doch. Der ist aber auch heftig, wie früh killt der. Ich meine, was viele... Echt früh, ja. Was ich von vielen... Also ich habe auch viele Sheik-Spieler unter meinen Viewern. Also unter euch lieben Leuten, ihr das gerade seht, ne? Und. Ah! das ist übrigens auch genau das, was du gerade gemacht hast. Ich nenne das immer, das ist so ein richtiger Light. Ich kenne kaum einen, der das so einsetzt irgendwie, aber es trifft sau oft. Ja, denkt man gar nicht so. Man sieht das so als Zuschauer und denkt so, oh, das ist aber ganz schön risky, aber irgendwie. Heftig. Was ich gerade sagen wollte, genau, viele Viewer spielen auch Sheik und da lädt ich sie auf die Frage, ich kann mit ihr nicht killen. Ja. Die Sache ist, was ich euch sogar jetzt schon direkt sagen kann, sie hat auf jeden Fall Kill-Setups und genaueres habt ihr gerade eben schon gesehen und ich denke, ich nehme jetzt einfach mal Smash Will. Ja. Und da kannst du uns bestimmt noch genaueres zu sagen, was denn ihre ganzen Kill-Optionen sind, weil sie mag zwar nicht viele Finisher haben, auf den ersten Blick, aber so mit dem zweiten Blick, vor allem durch diese ganzen Follow-Up-Möglichkeiten, sind dann, glaube ich, doch einige sehr gute Sachen drin. Ja, was ich zu Sheik sagen möchte, zu ihren Kill-Optionen ist, und zu ihren Kill-Möglichkeiten auch, man sollte definitiv nicht als Sheik-Spieler auf den Kill geiern. Also, es kommt sehr oft vor, dass man als Sheik-Spieler irgendwie noch gerade mal 60% oder so hat und der Gegner schon 150 und dann man einfach den Bouncing Fish irgendwie spammt oder irgendwas Dummes macht. Das kann aber tierisch in die Hose gehen, weil einfach dadurch, dass Sheik insgesamt relativ schwach killt und dem Gegner aber schnell die Prozente für einen guten Rage ermöglicht, kann das echt schnell reversed werden, dass man dafür eiskalt gepunished wird und dass man als Sheik-Spieler schon immer geduldig weiterspielen sollte. Also man sollte wirklich kein Killgeier werden. Ja, und typisch Killmoves sind wahrscheinlich wirklich so Grab Reads, Grab to Up Air, teilweise auch der Fair je nach Prozenten. Up-B-Reads, Forward-Grab into Bouncing Fish. Das ist viel, viel Read-bedingt. Also, direkt Kill-Moves hat sie nicht eigentlich. Das ist schon echt, man muss da ein bisschen mit Köpfchen rangehen. Viele Kill-Setups nutzen. Genau, also, ist schon eine Klasse für sich. Da hatten wir eben, wir haben noch uns ein bisschen warm gespielt, eben müsst ihr wissen. Und da hatten wir das Thema, dass es ab einem gewissen Setup gibt es einfach vier Sachen, die Sheik machen kann. Ja. Und man kann auf alles reagieren, glaube ich jedenfalls, auf alles richtig. Die Sache ist nur, das ist so ein bisschen Poker spielen. Ja, genau. Da haben wir zum Beispiel einmal das hier. Ja, genau. Da hätte ich das Pokerspiel fast gewonnen, hätte ich es richtig gemacht. Also, da haben wir zum Beispiel den Forward Grab. Da hätte ich jetzt hinterher springen können und einen Up-B machen können. Dann einmal den Up-Smash, Bouncing Fish oder ganz stumpf die Fair. Und es kommt einfach viel auf die Reaktion des Gegners an. Und auf die eigenen. Also, es ist echt so ein Schere-Stein-Papier-Spiel, teilweise, kann man sagen. Voilà. Was würdest du denn sagen, Matchup-mäßig? Hat sie. Es war so einem Char natürlich sehr schwer festzumachen, aber denkst du, sie hat schlechte Matchups oder Matchups, die nicht für sie sind? Da muss ich kurz mal nachdenken, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Pikachu ist nervig. Ich bin aber nicht. Ja, nervig ist ja nicht gleich schlecht, aber. Ja. Man kommt teilweise schwer ran. Ich finde dieses Up-B-Spamming da und die Early Up-Air-Up-Tilt-Combo.
Ich würde nicht sagen, also sie hat schlechte Matchup hat sie wirklich nicht eigentlich so. Also so richtig, wo man sagen würde, okay, 60-40 hat sie glaube ich keins. Ich denke mal, ihr schlechtestes Matchup ist even oder 55-45, also. Was denkst du über Rosalina, wo du es eben schon gesagt hast? Du meinst ja deine Top 3 wären Sheik, Rosalina, Pikachu. Ja, Rosalina ist wirklich. Da muss ich erstmal gegen eine richtig gute Rosalina spielen, dass ich das beurteilen kann, aber als so, wenn ich so Ramin gegen Dabusma schaue, das sah schon gefährlich aus, ja. Also Rosalina ist echt eine Klasse für sich, weil diese Up-Air und Down-Air, da kann man das Knock-Up, das begreift man ja nicht ganz, wie das funktioniert und das killt teilweise echt komisch. Kann ich euch schon mal direkt sagen, Rosalina kriegt ihr natürlich auch noch in diesem Video hier zu sehen. Allerdings könnte das noch was dauern, weil mit ihm möchte ich lieber offline aufnehmen. Ah! Okay. Da war gerade das Setup, was wir da hatten. Die Needles. Ein von unerfahrenen Spielern oder die gerade anfangen, sehr unterschätztes Projektil. Ich halte das nämlich für eines der besten, die wir im Spiel haben, ehrlich gesagt sogar. Kannst du das so unterschreiben oder denkst du, ja? Definitiv, ja. Die Charles sind schnell, die sind. Der Damage ist solide. Es war nicht so viel wie ein Brawl, ich meine. Jetzt macht sie irgendwie 7 bis 11 oder sowas. Und im Brawl hat sie, glaube ich, sogar 19 gemacht. Aber einfach dadurch, dass es auch ein Kill-Setup ist, bei hohen Prozenten. Needles sind to bounce and fish. Ah, jetzt ist das stotterig. Oh, jetzt ist das richtig schlimm. Ja, auch einfach dieses, dass sie einen knockbackt bei hohen Prozenten. Du kannst sie einfach doof spammen und es ist einfach sehr sicher. Und ja. Das ist schon schwer zu reagieren da als Gegner. Wupp. Es gibt ja so einen Custom-Move von ihr. Ich meine, Customs sind ja irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo sind sie ja immer noch Thema. Hier bei uns jetzt zwar aktuell nicht so, aber eher in Amerika. Und ein guter Kumpel von mir, der spielt auch Sheik. Ja. Und der schwört ja auf diese... Ich weiß nicht, hast du dir die Customs überhaupt mal angesehen? Sonst kann ich mir den Satz eigentlich sparen. Ich kenne jetzt die Side-B-Alternative. Die andere Granate, okay. Die einen ranzieht. Weil sie hat wohl Piercing Needles, die irgendwie Shield breaken ja. Oder so. Ah ja, das stimmt, das kenne ich auch. Die extrem gut sein sollen, wie ich hörte. Die sind, ja, ich weiß nicht. Denkst du? Ich bin nicht sicher, also, ich kann selber nicht davon, ich kann das nicht so beurteilen. Ich habe mir nur so Meinungen reingeholt, als ich das mal in München gespielt habe. Das stimmt, ja, hast das ja in München, ne? Da bist du erst auch Erster geworden, oder? Ja, genau. Das glaube ich. Und da meinte man zu mir, dass die normalen Needles wohl schon die besten sind. Also die anderen sind Alternative, aber... Hast du da irgendwelche Customs gespielt, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Side B ausprobiert, die Granate, die einen ranzieht. Also die Alternative 2 ist das, meine ich. Ah, stimmt, ja. Und ich habe einfach selber gemerkt, wie ich zum Geier wurde und die gespammt habe. Weil die schon echt nicht schlecht ist, ne? Du kriegst da teilweise einen Free Up-Smash. Und deswegen habe ich es einfach gelassen. Aber ich glaube, also wenn man Sheik besser machen will, dann ist die Granate definitiv eine Option, ja. Also die beste Option. Auch nochmal zum Edgeguarden, denke ich. Ja, und einfach, dass sie in den Up-Smash reinsorgt. Und der Up-Smash ja bekanntlich in dem Sinne Sheiks bester Kill-Move, wenn er richtig erwischt. Mhm. Wo ich hier gerade noch im Menü bin. So, denk dich jetzt in eine Turniersituation rein. Was würdest du jetzt... Wir hatten eben schon ein bisschen das Thema Stages, aber was würdest du jetzt striken? Gibt es da Standards, die du strikes, oder kommt das... Wegst du da, ich meine, gerade weil du so einen Char hast, der gegen die meisten einen Vorteil hat, ist es natürlich interessant zu wissen, wie die Stages sich da einzeln auf dich auswirken. Also ich kann mir das eigentlich ziemlich gut merken, die Counterpicks von meinen Gegnern, so aus der Vergangenheit. Und wenn ich über einen Spieler das nicht weiß, dann probiere ich mich so selber in den Char zu versetzen oder in den Spieler, was ich mit dem Char picken würde. Mhm. Und einfach weil ich jetzt zum Beispiel deine CP kenne, wäre das einmal hier Town and City, ne, die du ganz gerne pickst, das weiß ich. Ja. So, die hätte ich jetzt zum Beispiel gestrikt, ja, und vielleicht sogar Halbert und Delfino. Das wäre eine gute Entscheidung gewesen. Also vor allen Dingen Delfino nehme ich sehr, sehr gerne. Okay. So, jetzt gibt's bei mir mal einen kleinen Char-Wechsel. Ja. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt etwas flüssiger läuft. Ja, das ist auch wieder meine Schuld. Ist einfach tagesabhängig echt bei mir.
Ah, nicht ist. Das ist ja, kann man nämlich vorher wissen. Ist halt Wi-Fi, was wir machen. Ja, das stimmt leider. So, dann kommt jetzt mal ein Char. Sehr interessant, dass du genau diesen eben angesprochen hast. Du kannst es ja schon denken, denke ich mal. Ja, jetzt kommt die kleine Ratte. Genau, genau. Und da fühlt man sich schon besser bei, muss ich auch mal so sagen. Gegen Shibo ist beim Smash will. Ich weiß gar nicht, habe ich das Smash genommen oder war das dein Pick? Ich glaube, ich habe dich auch selber gekriegt. Oh, ah. Und da haben sogar noch meinen Jump gefressen gehabt eben. Ah, schade, okay. So, ups. Schick ist natürlich auch diese Beweglichkeit, davon träumen manche. Ja, gibt es irgendeinen Move, auf den sie wirklich. Irgendein Aerial jetzt, auf den sie wirklich heftigsten. Down Air, okay. Aber sonst irgendwas, wo sie richtig heftig lag hat? Ja, Down Air wahrscheinlich, aber sonst. Eigentlich jetzt nicht so. Vielleicht ein bisschen Up Air, wenn du doof landest, aber echt. Von Lag kann man da wirklich nicht reden. Denkst du, das ist auch so ein Markenzeichen von den Charakteren in dem Spiel, die auch wirklich die besten sind, dass sie gerade solche Optionen haben, wie kaum Lag auf ihren Aerials? Nee, das würde ich gar nicht sagen. Das war ja zum Beispiel auch ein Brawl mit Snake nicht die Sache. Und ich meine, Rosalina hat auch auf dem einen oder anderen Aerial einen guten Lag. Das ist echt schon. Es ist natürlich schon schön, wenn ein Char keinen Lag hat, aber. Ja. So extrem ausschlaggebend ist es jetzt nicht der Punkt so. Nee. Also ist das schon wichtig, ja klar. Wer würde das nicht gerne haben, so eine Fair wie Sheik hier, die du einfach, wo du jumpst und. Oh ja. Wie mit so einem Schwert Space, das ist ja echt so wie der Marth aus Brawl 2.0, kann man fast sagen. Der Backthrow von Pikachu ist gar nicht mal so stark. Aber wollte ich nebenbei anmerken. denkst du sogar, würdest du so weit gehen, ich hatte diese Diskussion nämlich tatsächlich neulich mit jemandem. Würdest du so weit. Oh Gott. da wär's fast gewesen. Würdest du so weit gehen und sagen, dass manche Matchups so bei Spielern, die gleich gut sind, kaum so gut wie nicht zu gewinnen sind? Damit rede ich jetzt ganz speziell, wenn du gegen einen Bowser spielst oder einen DDD oder einen Donkey Kong, ich nehme extra die ganzen schwerfälligen Charaktere gerade. Glaubst du, dass diese Charaktere eine reelle Chance haben? Ich denke schon, ja. Also ich muss wirklich sagen, schon. Da fällt mir so direkt eins Slavoslav. Das ist jetzt ein Newcomer in Deutschland hier mit seinem DDD, der auch jetzt in meinem Clan spielt, Royal Touch. Und der ist einfach echt schon, das ist echt schon krass, was der macht. Der hat auch in Argon hat er fast im Bracket Match 1 oder das zweite Match gegen mich fast gewonnen. Mhm. Natürlich ist man da schon benachteiligt, das ist keine Frage. Aber es ist möglich, definitiv, also man kann schaffen. Wenn ich in Smash spiele, in welchem Smash dann, ganz ehrlich, also Smash Spiel ist das schon ziemlich gut balanced. Genau das wollte ich ihm gerade sagen. Das war nämlich ungefähr auch, was ich, weil ich hatte die Situation, wie gesagt, mit einem und er wollte das partout nicht einsehen und meinte, das ist nicht möglich. Hoppala. Würde ich nämlich auch sagen. Gerade weil, gut, das ist vielleicht nicht so das beste Argument, aber weil Rage hier so eine Sache spielt. Und ich denke mal, da gibt es schon Chars, die können Sheik dann schon relativ schnell raushauen. Gerade solche. Ja. Was natürlich immer noch nicht mehr, dass das Matchup nicht besser macht, aber ist halt nice to have, nenn ich's mal. Es gibt immer diese Spieler, wo man denkt so, okay, Tierlisten sind echt Schwachsinn. So, wenn man zum Beispiel sich damals Yo in Brawl angeguckt hat oder. Ups, mein Jump. Da gab's schon echt, oder Hikaru zum Beispiel mit seinen Yoshi Slice, so die alten Namen, die haben auch in Brawl schon ihren Erfolg gehabt. Ja, das stimmt. Und da waren die Chars auch nicht schlecht. Also klar, also Meta Knight ist. Sowas haben wir jetzt hier nicht, aber. Das war dann schon wieder eine Liga für sich. Aber jeder von denen war schon Top-Spieler, definitiv. So, jetzt aber. Nee, immer noch nicht. Ja, wie ist die Gewichtsklasse von Sheik? Sheik, ist so ein Mittelding. Ist schon eher leicht, ne? Also. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich meine, die wäre das Mittelding so. Aber eher, ich glaube tatsächlich eher Tendenz Richtung leicht. Ja, genau, das definitiv. Huch. So. Lala. Der Forward Smash, der ist, also beziehungsweise die anderen Smash, dann benutzt du die eigentlich wirklich? Den Forward Smash manchmal habe ich gesehen, aber zum Beispiel den Down Smash? Lohnt der überhaupt? Der Down Smash, da habe ich den Dreh, glaube ich, noch nicht so raus. Man kann den schon benutzen, aber so stark ist er jetzt nicht. Okay.
Wenn dann so viel Reads, aber. Ja, das. Einfach die Fair, glaube ich, schon fast immer die schlauere Option als der Down Smash. Fair ist einfach schon sehr, sehr krass. Ja. Uiui. Ja, an sich die Smashes. Das ist teilweise echt Read-bedingt oder wenn man sich sicher ist, dass man jetzt was punishen kann. Wenn einer einen Lag nach dem Smash hat, dann kann man mal einen F-Smash setzen, weil die Killpower ist auch nicht so gering. Ist schon okay. Ja? Ja, ist schon echt gut. Uiui, da wird fast wieder drauf reingefallen. Weiß nicht, irgendwie Sheik ist, finde ich, so ein richtiger Trap-Char, nenne ich es mal. Ja. Also du, genau mit diesen ganzen Sachen, die wir jetzt hier schon angesprochen haben, du setzt so viele Fallen, auf die du... Ich sag mal, die Sache ist ja, du als Sheik hast ja nichts zu verlieren. Nee, das stimmt. Ich meine, wenn's klappt, dann cool. Wenn es nicht klappt, dann ja gut. Dann ist der Gegner halt weggesprungen, aber kann dich nicht punishen. Da ist echt was Wahres dann. Also das Einzige, wo man so riskiert und bestraft wird, ist vielleicht der Bouncing Fish on Stage. Aber sonst ist das teilweise echt schon schwer zu punishen. Außer du hast da irgendwie, schieß mich tot hier, hier, Slice. Das Match mit Slice, Step 1, Pools. Da, wo ich Treestalk wurde, das kennt der ein oder andere schon auch. Ja, stimmt. Da schlage ich ihn weg, meine ich. Ich glaube, ich habe ihn weggeschlagen, springe mit dem Bouncing Fish hinterher. Und er setzt zeitgleich seine Fair und ich werde einfach Spike, Meteor Smash und zwar's. So, manchmal muss man sich schon überlegen, ob da so ein Trade vielleicht gefährlich wäre. Ich erinnere mich sogar gerade an die Szene, ja, stimmt. Ja, aber sonst ist es teilweise, also, Sheik ist echt sicher. Wo wir auch wieder beim Thema werden, durch den so gut wie gar nicht vorhandenen Lag. Ja. Eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ich denke mal, sie ist relativ obvious, aber es kann ja nicht verkehrt sein, mal darauf einzugehen, und zwar, was hat Sheik denn für True-Combo-Möglichkeiten? Ich denke mal, dass da definitiv einiges drin ist. Ja. Einmal etwa das hier. Das ist eigentlich, bei Low-Prozent ist es verdammt true. Dann haben wir halt die Fair-Ketten. F-Tilt-Chain. Ist auch sehr abhängig vom Gewicht des Gegners, denke ich mal, und direkt Hotbox und so, ne? Ja, Gewicht des Gegners, deine Rage, die Prozente des Gegners, also die typischen Faktoren. Mhm. Aber Sheik hat viele Kombos so, also man kann echt kreativ sein, was das angeht. Back-Air Bouncing Fish, bei den Prozenten könnte ich dir sogar eine Fair Bouncing Fish geben. Tatsächlich? Also das ist connected immer? Schon, jetzt könnte sogar schon grenzwertig werden, meine ich, aber ja, das ist schon ziemlich. Ah. Zack, das zum Beispiel, siehst du, also das meine ich, einfach du hast, es geht einfach so viel in so viel. Viele kleine Sachen auch da durch. Ja. Da gibt's echt, da kann man seine Kreativität reinlaufen lassen. Ah, hab ich hier. Wollte ich weg die Eien und hab mich damit in den Tod die Eien. Ich wollte eben noch eine Sache anmerken, die ich jetzt schon wieder ganz vergessen habe, tatsächlich. Ups. Ah genau, die Needles, die kommen ja auch, das hatten wir eben auch schon mal tatsächlich, glaube ich. Oder war das in der Probe? Ja. Ich glaube, das haben wir auch schon mal so angesprochen, aber ja, das ist halt die Needles, wenn der Gegner so ab 100% ungefähr. Wenn du den Offstage mit ungefähr 3 Stück gecharged oder 2 Stück erwischt, es könnte auch schon eine reichen, aber ich meine 2 Stück bräuchte man schon, dass du dann einfach direkt den Bouncing Fish hinterher setzen kannst. Das ist einfach safe. Das hat man sehr oft bei Ramin gesehen, ich weiß nicht, wer von euch die Videos gesehen hat. Aber das war dann so, in dem Turnier war das so die Ramin-Kombo, kann man sagen. Ramin ist übrigens Mr. R an die Leute, die da vielleicht nicht so drin sind. Ein holländischer Spieler. Aber und wahrscheinlich Europas Nummer 1 zur Zeit. Aber ja, das ist schon eine ziemlich gute Kombo, weil einfach der Bouncing Fish ein ziemlich solides Knockback hat. Und dadurch, dass du den Gegner sowieso dann schon offstage erwischt, ist schon meistens ein Killmove. Uiuiui. Das kannst du auch onstage machen, also da hast du echt schon Möglichkeiten. Wir haben jetzt allgemein über Sheik gesprochen, aber jetzt lass uns mal über deine persönlichen Präferenzen reden, weil Sheik ist ja gerade dadurch, dass sie halt so sehr so viable, das hätte ich fast harmlos genannt, so stark ist,
von vielen benutzt und viele, man sieht tatsächlich trotzdem immer noch so die Dinge, die waren irgendwie von Spieler zu Spieler unterschiedlich sind, sage ich mal. Das heißt, in anderen Worten, was magst du persönlich nicht als Matchup? Also jetzt nicht Sheik-mäßig, das haben wir eben allgemein gehalten, sondern gegen was spielst du einfach nicht, persönlich nicht gerne? Also was mir da direkt in den Kopf steht, ist Frox. Das Matchup ist, es ist ein Matchup für sich, ganz ehrlich. Da müssen beide Spieler es. Also du hast kein ähnlich, also kein anderes, na, wie soll ich sagen, kein Matchup, was du so anders spielst, verglichen zum Rest. Das ist einfach, ja, musst du so campy spielen, weil Frox hat einfach so viele Frame Traps. Er killt dich auch teilweise echt früh, kommt nicht wie blöde. Das ist einfach so eine Gegenseitigkeit. Ja. Und was habe ich noch? Pikachu ist ja schon auch so ein Ding, würde ich sagen, das spiele ich nicht gerne. Sonst, ja, Luigi. Seitdem ich gegen Luigi-Player so gespielt habe, ist das auch echt nervig. Also Luigi schon. Ja, Luigi ist aber allgemein so ein ja, Thema irgendwie, finde ich, muss ich sagen. Ja, dann das Sheik-Matchup, das ist auch echt. Sheik-Matchup ist richtig anstrengend. Ja, gut, stimmt. Da habe ich jetzt in letzter Zeit viel Erfahrung mitgemacht. Aber sonst. Ja, Rosalina. Rosalina ist auch echt nervig. Aber sonst würde ich nicht sagen, dass da was. Diddy Pre-Patch vielleicht ist. Aber sonst sind halt die typischen. Ja, Verdächtigen, ne? Aber sonst hast du da echt nichts Nerviges, weil Sheik ist schon immer im Vorteil. Und ich persönlich habe einfach nur diese jetzt, die genannten. Also Frox ist für mich das Schlimmste, ganz ehrlich. Frox wär's. Denkst du, du als Spieler hast schon alles rausgeholt aus Sheik? Nein, gar nicht. Ich weiß, was ich noch rausholen kann, aber es klappt halt noch nicht so, wie man es will. Ja. Da geht schon mehr. Ich denke mal, Ramin ist mir da nochmal einen Tacken überlegen. Ah. Aber da geht noch was, da geht definitiv noch was. Was sind denn so, wow, für Einsteiger generell? Das wäre vielleicht noch ganz gut, wenn wir das mal festhalten. Du hast schon zwischendurch ein paar Sachen gesagt, aber was wichtig. Nein! Oh Gott. Entschuldigung für diese ganzen Flipper zwischendurch. Wenn man Sheik lernen möchte, wo ist es wichtig, darauf am Anfang zu achten, dass man nicht frustriert wird? Weil man kennt das ja, man gerade bei so einem Char besteht ja die Gefahr, dass man denkt, oh, jetzt habe ich so einen guten Char und ich verliere trotzdem gegen Donkey Kong. Ja, also man muss echt Geduld mitbringen. Wenn man Sheik-Mainer werden will, dann muss man. Ich habe jetzt so oft schon erlebt, dass Leute mich dann anschreiben in Smash Labs. Und dann so fragen, ja, hier können wir ein bisschen trainieren oder sowas. Mhm. Und, oh nice. Das Ding ist einfach, und die, also viele von diesen Leuten, die mich dann anschreiben, die siehst du 2 Wochen später und die haben schon wieder einen anderen Char. Das ist einfach schon echt komplex, Sheik zu lernen. Weil man muss schon echt Skill mitbringen für den Char. Wenn man auf Erfolg geht, dann würde ich den Leuten wahrscheinlich Pre-Patch Diddy ans Herz legen. Ja. Weil die Lernkurve ist einfach viel, viel, ne, angenehmer. Guck mal. Sorry, Vic, aber gerade nicht. Du kommst in einem späteren Video noch. Man muss echt schon Geduld mitbringen. Da zählt viel zu. LP will auch. Ich hoffe, die wollen Team. Sorry, Leute. Ja, die wollen Team. Die haben schon vorher gefragt. Sehr gut. Zu dem Thema direkt nochmal, weil du gerade gesagt hast, dass du ihn lieber Pre-Patch Diddy empfehlen würdest. Jetzt kommt mal ein heikleres Thema. Und zwar gab es oft den Vorwurf, Sheik ist sau braindead. So wie Diddy Kong. Okay. Persönlich fand ich, bei Diddy habe ich es verstanden, weil Sheik, das liegt wahrscheinlich bei mir daran, dass ich solche schnellen Charaktere, das Thema hatten wir vorhin mal, nicht so wirklich spiele. Und ich will jetzt meine Meinung erst danach sagen. Erstmal, was sagst du dazu? Zu diesen harten Vorwürfen. Okay, das kann ich ganz und gar nicht unterschreiben, dass Sheik braindead ist. Natürlich sieht das auf den ersten Moment ein bisschen braindead aus, wenn ich dann den Forward Throw zu Bouncing Fish mache. Aber da sind dann vielleicht 20% in dem Sinne, 19%. Und man muss ja weitergehen. Das geht ja dann weiter, das geht irgendwie weiter. Du musst Prozente aufbauen. Und dann kommt der große Punkt. Du musst überleben, weil Rage ist einfach ein großer Antifaktor gegen Sheik. Es kann echt sich krass auswirken gegen dich. Und ja, dann musst du selber den Kill finden. Und dann muss man mal erleben, wenn man im High-Level als Sheik in den Nachteil gerät. Das kann einfach so schnell in die Hose gehen, dass du dann weitere 60% im nächsten Zock isst und wieder stirbst. Das ist also echt schon. Oh. Nein! Das ist echt schon eine Aussage, die einfach so dahergesagt ist. Ja.
Ich denke, das spricht der Frust von vielen. Ja. Weil es ist halt so, das ist die Sache. Die Sache ist, ich meine, wir alle spielen, also die das Video sehen, ich denke, weil ihr spielt das alle, das Spiel, behaupte ich jetzt mal ganz dreist. Jedenfalls überwiegend. Und klar sind solche Spiele frustrierend, vor allem wenn man da relativ neu anfängt mit. Oder einfach nicht diese Erwartungen an sich selber hat, also die Erwartungen, die man an sich selber setzt, nicht erfüllen kann. So nenne ich es jetzt mal. So ein Ding, mit dem habe ich teilweise auch selber noch zu kämpfen, am Anfang halt besonders. Weil ich kenne das, ne? Das ist halt, man denkt so, ich meine, wer hat das nicht erlebt? Ich denke mal, das geht vielen von den Top-Spielern auch so. Das ist immer ganz schön, wenn wir am Ende noch so ein bisschen Weisheiten allgemein haben über Smash, ne? Deswegen nicht wundern, dass ich gerade abschweife. Und zwar, ich denke mal, das kennen, werden viele Top-Spieler unterschreiben. Viele von uns waren einst diese Typen, die in ihrem Freundeskreis alle gebasht haben. Ja. Und dann dachten sie sich, komm, ich gehe mal auf Turniere, und dann wurden sie sowas von zerstört. Und dachten sich so, okay, cool, vielleicht bin ich doch gar nicht so gut. Hey, damn it. Und das kann frustrierend sein, verstehe ich auch. Allerdings muss das der Punkt sein, in dem man sagt, okay, dann gucke ich mal, was ich da besser machen kann. Und sich davon nicht ermutigen zu lassen. Fighting Games sind frustrierend. Ist halt so. Genau so. Ist halt so eine Sache. Aber ich finde aber, der Frust, das ist auch eine Sache, die irgendwie mit dabei, also die muss irgendwie dabei sein, sage ich mal. Weil, ich sag mal so, wenn ihr wütend seid, dass ihr verloren habt, dann ist es eigentlich gut. Weil das heißt, dass ihr Ehrgeiz habt. Ja, also da kann ich echt auch aus Erfahrung sprechen, was ich frustriert im Brawl war. Dazu muss man sagen, Brawl hatte über 30 Chars, Sheik war Platz 25, was eigentlich schon echt wenig ist. Ja. Und wenn du dann einfach gegen, da habe ich damals gegen Franzosen gespielt, der hat Pikachu gemaint, den habe ich echt immer verhauen. Und dann hat er Meta Knight, ganz Stück Meta Knight gepickt und ich habe jedes Mal verloren. Oh Gott, ja. Ja, das tut dann echt schon weh, weil man möchte den Char nicht droppen, weil man maint ja seinen Charakter für einen Grund. Und mein Grund war einfach, weil, ja, kannst du sagen, dass ich, also ich liebe Sheik, ne? Das zieht sich ja über die Teile hinweg so. Ich spiele Sheik ja jetzt nicht in Smash 4, weil die Hype hier ist. Richtig, richtig. Und man möchte den Char einfach so droppen. Und wenn du dann einfach so von dem Typen besiegt wirst, der den Char einfach so daher nimmt, dann ist das echt schon bitter. Und Fighting Games gerade, das sind ja teilweise echt Situationen, wo du eine Sekunde nicht aufhörst und bestraft wirst. Und da muss man echt schon mal mit erhobenem Haupt von der Niederlage gehen. Genau. Und einfach schauen, was man besser machen kann. Und wie gesagt, ich habe euch das jetzt gesagt, ihr habt es jetzt gerade von ihm nochmal gehört. Und das ist eine Sache, da muss man lernen, mit umzugehen, das stimmt schon. Aber das gehört dazu irgendwie. Im Zweifelsfall ist es immer so, der Gegner hat gewonnen, weil er halt besser war. Na, das war ja bei mir. Ich habe das ja genauso gehabt im ersten Argon, wo ich Vierter geplaced habe. Zweimal gegen Savage damals verloren. Mhm. Dillikon. Und da schiebt man das im ersten Moment dann auch schon viel auf den Charakter. Oder war es fast gewesen? Ja. Aber irgendwo muss man auch die Fehler bei sich selbst finden, so. Ja. So, ich würde sagen, jetzt zum Ende des Videos bringen wir den Kampf einfach noch zu Ende. Oh, wow. Wow. Ernsthaft? Das sollte eigentlich ein Upsmash werden. Oh, oh. Nein! Ah, da war der Air Dodge Read. schön. Wunderbar. Ja gut, dann, das waren tatsächlich schon alle 5 Kämpfe. Haben noch irgendetwas, was du auf dem Herzen hast, was ich vielleicht jetzt vergessen habe anzusprechen? Ich meine, ich kenne das von mir selber. Das ist immer so, am Ende jeder Folge fallen mir noch 1000 Sachen ein, die ich eigentlich ansprechen wollte. Das heißt, jetzt wäre der Zeitpunkt dafür, mich daran zu erinnern. Nee, ich weiß wirklich nicht, was wir noch sagen können. Also vielleicht nochmal zu dem Thema hier, die Sheik-Mains, die sich verbessern wollen. Also man sollte Sheik echt, da muss man echt ein bisschen Zeit schon mitbringen. Zeit und Geduld. Man muss ja bedenken, dass ich Sheik seit richtig aktiv im Brawl spiele und das auch schon wieder ein paar Jährchen her. Dadurch habe ich ein bisschen Erfahrung. Und es zieht sich einfach, muss man einfach auf das nächste Level kommen mit Sheik. Das ist echt schon, man muss an den Details arbeiten, an Fair Spacing, dann gucken, dass man überlebt, gucken, wie man killt. Und ein paar gute Sheik-Mains in Deutschland können wir eh gebrauchen. Was wir jetzt hier mit, oder Sheik-Spieler an sich. In Deutschland haben wir echt nicht viel rumlaufen. Also echt, einfach Kopf hoch und weitermachen.
Das sind doch wunderbare Worte, um diese Episode zu beenden. Wie gesagt, haltet euch jetzt immer vor Augen. Trainieren, trainieren, trainieren. Durch auf die Nase kriegen, werdet ihr auch nur besser. Genau, so ist es. So, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Danke, ich bedanke mich auch. Gerne, gerne. Das war die Folge Light und Chic. Ich habe noch einige auf Lager, aber ihr kennt diese Reihe mittlerweile. Das dauert, bis die Folgen released werden. Da muss ich auch erstmal gucken, wann beide Parteien Zeit haben. Eddie ist immer noch auf dem Standpunkt mit Green Ninja. Und wir werden sicherlich auch noch Vic mit Mario erleben. Und Wii Fit Trainer, Double Action sogar mit AC Wolf und Gianni. Das wird bestimmt lustig, ja. Das wird ziemlich witzig. Also einiges noch geplant, aber wird über die Wochen hinweg verteilt irgendwann erscheinen, ohne fixes Datum. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt einiges gelernt heute in Bezug auf Chic und in Bezug allgemein auf Super Smash Bros., das Spiel, was wir alle lieben und spielen. Und ich sage, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, Leute. Ciao.